da vorweg sagen, dass solange ich bei der Fortuna bin, ich Friedhelm Funkel kenne, also über ein Vierteljahrhundert. Aber seit gestern, wir haben noch nie miteinander gearbeitet, seit gestern werden wir auch dieses Vergnügen haben, endlich miteinander zu arbeiten. Ich freue mich sehr auf diese Zukunft. Und eins ist klar, wenn wir heute wieder einen neuen Cheftrainer vorstellen, dann bedeutet das gleichermaßen auch, und das ist dann nicht ganz so erfreulich, dass die andere Trainerverpflichtung, die wir Ihnen im Januar hier präsentiert haben, nicht von Erfolg gekrönt war. Sie wissen, dass ich nicht unbedingt dafür stehe, nicht an Trainern festzuhalten. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, dann kann man schon nervös werden, denn die Tabelle lügt nicht. Und es ist so, dass wir mit Sicherheit auch an Marco Kurz festgehalten hätten, wenn wir uns in Sandhausen der zweiten Halbzeit so präsentiert hätten, wie das in den vier Spielen davor der Fall war. Aber hier haben wir als Vorstand, aber auch der Sportdirektor, nicht mehr daran geglaubt, dass wir hier noch den Klassenerhalt schaffen, wenn wir so weitermachen. Und die Mannschaft hat, so hat sie zumindest sich präsentiert, auch nicht dran geglaubt. Und das war wieder für uns der Grund, noch einmal zu wechseln, denn 8 Spieltage vor Schluss, viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir fangen bei 0 an. Und deshalb haben wir uns für Friedhelm Funkel, mit dem wir schon im Dezember, Rashid zumindest, Kontakt hatten, jetzt dafür entschieden, einen erfahrenen, kompetenten alten Hasen, dem bislang nichts passiert ist, der alles kennengelernt hat, aber nicht den Abstieg aus der zweiten Liga. Das fehlt ihm noch und die Lorbeeren, die will er auch nicht mehr einheimsen auf der Zielgeraden. Friedhelm, davon gehe ich fest aus. Und deshalb, Friedhelm gibt mir Hoffnung und ich bin davon überzeugt, dass er auch den Fans und vor allem der Mannschaft einen neuen Impuls geben kann. Und deshalb gucke ich positiv in die Zukunft. Ich weiß, das ist schlecht, wenn ich das sage, weil ich habe das auch mit der positiven Zukunft bei Kramer gesagt und bei Kurz. Das liegt dann daran, dass ich in der Tat davon überzeugt bin. Ich hoffe, diesmal habe ich recht und wir haben eine gescheite Zukunft und halten die Klasse. Für uns alle keine einfache Situation. Wie der Paul schon auch angemerkt hat, haben wir im Januar große Hoffnung, mit Marco Kurz den Turnaround zu schaffen und letztlich aus diesen gefährlichen Regionen rauszukommen. Wir hatten ja im November auch Gespräche, Friedhelm, gute Gespräche. Da haben wir uns für den Marco entschieden, aber wir haben auch die Notwendigkeit jetzt nach Sandhausen auch gesehen, nach 4 Niederlagen am Stück, 3 in der englischen Woche, da nochmal tätig zu werden, weil ja ein Stück weit die Ergebnisse einfach ausgeblieben sind und mit den negativen Ergebnissen und des Aufholens der Konkurrenz, wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen in den letzten 8 Spielen einen neuen Impuls setzen und haben damit Friedhelm einen außerordentlich erfahrenen Trainer gewinnen können. Dafür sind wir dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, diese Spiele anzugehen und wollen durch diesen Impuls, den der Friedhelm jetzt auch da reinbringen wird, das Entscheidende erreichen in diesem Jahr, in der nicht ganz so guten Saison, den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt wieder neuen Schwung kriegen und die Klasse halten werden. Ja, erstmal an alle einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bei Fortuna Düsseldorf jetzt mit der Mannschaft arbeiten darf. Der Paul hat es gesagt, wir kennen uns schon ein Vierteljahrhundert. Wir haben oftmals Kontakt gehabt, wenn ich hier bei Spielen war. Da war ich immer dankbar, dass ich hier auch die Spiele gucken konnte. Wir haben uns in Düsseldorf das eine oder andere Mal getroffen, aber beruflich eben, es ist das erste Mal. Und von daher freue ich mich auf diese Aufgabe, die nicht einfach wird, aber die absolut machbar ist. Das habe ich auch gestern in einigen Telefonaten schon gesagt. Es liegt jetzt am Trainerteam, es liegt an mir, der Mannschaft, die entscheidenden Impulse zu geben, eben anders aufzutreten als besonders die eben angesprochene zweite Halbzeit in Sandhausen. Und da bin ich guter Dinge, dass mir das gelingen wird. Ich habe eben schon zur Mannschaft gesprochen
und ihnen im Grunde gesagt, worauf es ankommt jetzt, dass wir schnell zu einer Einheit werden, dass wir uns kompakt präsentieren, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Das können Sie von mir erwarten, das erwarte ich aber auch von der Mannschaft, dass ich keine beleidigenden Gesichter sehen will, wenn der ein oder andere mal nicht spielt, sondern wir als Team, zu dem Team zählen alle Spieler, alle, die zum Funktionsteam gehören, alle, die zur Mannschaft gehören, dass wir als Einheit in den letzten 8 Spielen auftreten. Und dann bin ich davon felsenfest überzeugt, dass wir die Klasse halten werden. Dass das ein oder andere natürlich auf dem Platz, ich habe es gerade angesprochen, verändert werden muss, das wissen die Jungs und das werde ich ihnen tagtäglich einbläuen. Ja, ich erwarte Leidenschaft, ich erwarte Zweikampfhärte schon im Training, denn das, was man sich auf dem Training erarbeitet, das ist das Produkt, was man dann auf dem Spielfeld sehen wird und da ist für mich die Leidenschaft an allererster Stelle. Ja, dass wir das wieder rüberbringen, dass wir vom Platz aus die Stimmung im Stadion erzeugen, aufgrund der Leistung der Mannschaft. Ich habe Ihnen auch gesagt, weil ich habe in den letzten Wochen natürlich immer wieder auch zweite Liga geguckt und auch immer wieder Fortuna geguckt am Fernseher. Ich bin nie hier im Stadion gewesen, weil ich das nicht gerne habe, wenn Trainer möglicherweise in Frage gestellt werden und dann sind andere Trainer da und gucken zu. Das habe ich nie gemacht, das habe ich auch hier nicht gemacht, aber ich habe sie oft im Fernsehen gesehen. Und mir ist halt aufgefallen, wenn ein Gegentor gefallen ist oder wenn mal ein Fehler gemacht wurde, dass sofort der Kopf nach unten ging, dass sofort die Schulter hängen gelassen wurde. Und das kann einfach nicht sein. Jeder kann Fehler machen. Ja, jeder kann bei mir Fehler machen, aber er muss sie wieder gut machen. Ja, das ist das Entscheidende. Und nur so kommt man weiter. Nur so kann man dann letztendlich auch wieder Selbstbewusstsein ausstrahlen und dann auch wieder Spiele gewinnen. Und das ist das, was ich der Mannschaft in den nächsten Tagen vermitteln will. Und da haben wir nur ein Ziel jetzt vor Augen, das Spiel am Samstag gegen den SC Kaiserslautern. Danach haben wir dann 14 Tage Zeit, möglicherweise noch andere Dinge zu verändern. Das werden die nächsten Tage zeigen, was wir da noch machen können. Aber glauben Sie mir, ich werde in den nächsten Wochen nur eins im Kopf haben, das ist Fortuna Düsseldorf, das ist meine Mannschaft, das sind meine Spieler. Ich sage jetzt schon meine Spieler, ich habe sie gerade mal eine halbe Stunde gesehen. Ja, aber das sind meine Spieler jetzt und da muss ich herankommen. Und da habe ich genügend Erfahrung, wie ich das mache, wie ich an die Spieler herankomme, wie ich das ein oder andere einschätze. Natürlich sind da viele Gespräche, das sagt jeder neue Trainer, aber es ist einfach so, sind ganz, ganz wichtig, da auf eine Wellenlänge zu kommen, die Spieler hinter sich zu bekommen. Ja, das ist das Entscheidende und da haben wir viele erfahrene Spieler in der Mannschaft, die auch da vorangehen müssen, ja, die mit dem Vertrauen des Trainers in den nächsten Wochen im Training und auch bei den Spielen auslaufen müssen. Ob die vorher viel gespielt haben oder nicht, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Wichtig ist jetzt für mich, wie arbeitet der einzelne Spieler in den nächsten Trainingstagen, ja, um dann am Samstag eben auch zur ersten Elf zu gehören. Und da gibt es für keinen Spieler einen Freibrief, sondern ich will das in den nächsten Trainingseinheiten will ich das erkennen. Und dementsprechend werde ich dann die Mannschaft eben auch am Samstag formieren, aufstellen. Und dann will ich eine Fortuna sehen, die wirklich um ihr Leben rennt. Es geht um einen großen Verein. Es geht darum, einen großen Verein in der zweiten Liga zu halten. Und allein diese Aufgabe hat mich unglaublich gereizt. Und deswegen bin ich hier hingekommen. Ich hätte nicht mehr für viele andere Vereine nochmal den Sprung zurück ins Trainergeschäft gemacht. Aber für Fortuna Düsseldorf habe ich das gemacht, weil wir immer in Kontakt standen. Nicht immer, um unbedingt miteinander zu arbeiten, aber wir waren immer in Kontakt, wir haben immer gute Verhältnisse miteinander gehabt. Und jetzt möchte ich auch zu früheren Spielern, ob das noch aus meinen Zeiten sind, ob das Brei, Köhnen, Alors oder was weiß ich war. Fortuna war immer in meinem Kopf, weil ich Fortuna Düsseldorf eben als sehr, sehr sympathischen Traditionsverein gesehen habe. Das hat sich bis heute nicht verändert, obwohl ich hier nie gearbeitet habe. Jetzt darf ich nochmal, jetzt will ich nochmal und jetzt will ich Erfolg haben. Dankeschön.